Hallo, herzlich willkommen zurück zu Minecraft-Leben. Minecraft-Leben, und das ist der Lebenssong. Oh yeah, das ist der Lebenssong. Oh yeah, das und auch nur das ist der einzig wahre Lebenssong. Dum, 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 dum. Leben. Leben, Leben, Leben! Und Minecraft hat gerade einen passenden Ton dazu gemacht. Nein! Hier in der Nähe der Zivilisation ist es doch gar nicht jetzt schon durchsucht nach Dias. Ach, wir sind bald da. Bald haben wir es geschafft. Bald schon kommen wieder Frame Drops. Leute, die uns hinterherlaufen, weil wir doch so famed sind. Fand ich beim Minecraft-Nebel-Server so genial. Ich überlege, ob ich auch ein parallelen Minecraft-Projekt auf Minecraft-Nebel-Server starte. Einfach nur, weil ich es extrem feiere, aber zwei Minecraft-Projekte, nee. Nee. Ich bin generell kein großer Freund von Minecraft-Let's Plays, das solltet ihr ja mittlerweile wissen. Und ich will keine zwei Minecraft-Projekte bei mir laufen haben, weil eigentlich ist eins schon viel zu viel für meine Verhältnisse. So, irgendwann müssten wir doch unsere ganzen Häuser sehen. Vor allem unsere Häuser. Nicht die der anderen, unsere. Also, ich habe schon gemerkt, wenn ich aus dem Inventar rausgehe und W immer noch gedrückt halte, kann ich nicht losrennen. Daran lag es immer, dass ich plötzlich nicht mehr vorauslaufen konnte, weil irgendwie dann das Signal von W abgeschirmt war. Keine Ahnung. Mir egal. Ich bin bald da. Ich bin bald zu Hause. Ich bin bald zu Hause. Schon bald. Vielleicht. Hoffentlich. Hallo? Irgendwo? Irgendwer? Ich glaube, Gunsten der Sicht stelle ich mal auf Extremum. Sorry für Framedrops, die jetzt kommen, aber so kann ich am besten die Stadt sehen. Und das ist mir gerade irgendwie wichtiger. Aber ich sehe sie nicht. Und das ist doof. Erstmal essen. Sogar unsere Pilze gehen schon zur Neige. Ach du Scheiße, dabei hatte ich doch so viele. Sollten. Hallo, mit dem großen O. So, wir sollten uns doch bald hier befinden in der Nähe des Stati. Also da hinten waren ja schon Inseln, die bevölkert waren. Zumindest haben wir Eisen gefunden. Das hatten wir ja noch nicht. Wo kann hier unser. Kann mir jemand die Koordinaten vom Spawn stattgeben? So. Okay. Ich habe jetzt mal einfach gefragt, ob jetzt vielleicht jemand mir so gütig ist, mir die Koordinaten zu geben. Weil irgendwie. Na, da hinten ist Holz. Minus 1200, 200. Oh. Ist nicht Spawn, aber Stadt. Vielen Dank. Vielen Danke. Genau. Also, wir begeben uns dann zu minus 1000. Dann kann ich auch wieder die Sichtweite auf normal stellen. Davor war sie, glaube ich, Short Plus, aber eigentlich habe ich die immer auf normal. Normalerweise. Oder? Habe ich die immer auf Short Plus? Ich weiß es nicht.
Aber ich weiß auch nicht, was. Also hier sind wir schon mal nicht vorbeigegangen in unseren jungen Phasen der Eisensammlerkunst. Wie viel Eisen haben wir? 62. Es wäre eigentlich viel besser, wenn wir zwei Stacks hätten. Ich will genau zwei Stacks Eisen. So. Also noch ein Eisen, dann hätten wir genau zwei Stacks. Und das will ich erzielen. Also wir müssen jetzt zu minus 1200. Irgendwo da in die Nähe. Also circa die Richtung. So weit ist es auch nicht. Warum rennen an meinem Haus immer so viele herrenlose Pferde rum? Ding. Ach, Hasi! Na? Tot? Nein, nicht? Okay, dann lasse ich dich auch leben. Zwei Stacks Eisen. Und ich weiß, dass in der Wand noch Eisen war, aber ich will genau zwei Stacks haben, deswegen tue ich so, als hätte ich es nicht gesehen. Irgendwo da soll ja die Stadt sein. Ich meine, na, noch ein bisschen. Aber die Stadt ist ja riesig. Ja! Ich sehe die Abgrenzung. Die ist so weit vor unserer Nase. Diese tolle Abgrenzung. Und wir haben nur noch einen Pilz. Perfekt. Eigentlich nicht. Ich glaube, wir werden noch mehr brauchen. Aber egal. Wir sind bald da. Wir nutzen jetzt die Abgrenzung als Leitfaden zu der Stadt. So als Weg. Wisst ihr, wie mal, wenn man auf Eisenbahnschienen entlangläuft, so in etwa sind wir auch gerade drauf. Wie hieß dieser eine Film? Es gab doch mal so einen Jugendfilm, der ist schon etwas älter, wo ein paar Jungs auf Eisenbahnschienen so eine Leiche finden, also in der Nähe von Eisenbahnschienen so eine Leiche finden und irgendwas war da doch, so ein Jugendfilm. Kennt den jemand zufällig? Die singen auch dieses Lollipop-Lied. Also dieses You're my Lollipop oder irgendwie so ging das Lied. Ah ja, Pilze. Nebenbei. Also verhungern werden wir noch nicht. Noch nicht. Aber wir haben noch zwei Pilze von jeder Pilzsorte. Also lange bleibt uns nicht mehr. Weil wir es gleich aufgegessen haben. Und gefüttert. Und da ist unser Haus. Nein. Da ist unser. Nein. Das ist nicht unser. Das ist aber in der Nähe unseres Hauses, oder? Dahinter war unser Haus. Stimmt, dahinter war unser Haus. Wir haben zur Zivilisation wieder zurückgefunden. Es ist so schön, ich könnte weinen. Könnte. Ach, diese schönen Frame-Drops, wie ich sie vermisst habe. Gleich in der Nähe der Stadt. Hier hinten war doch irgendwo unser Haus. Oder? Ach Gott, da muss jetzt die ganzen Gebäude. Was steht denn da? Baum des Lebens. Fuck, yeah! 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 Leck, 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 leck. Okay. Ich begebe mich dann mal in weniger leckige Gebiete, das heißt in der Nähe unseres Hauses. Ach, oder hier. Da ist Saphirians Kompensierungsturm, genau. Braycraft wurde durch Creeper in die Luft gesprengt. Tja. Pach, 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 pach. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Wir laufen wieder diese guten alten Wege. Und die meinte, hier laufen viele herrenlose Pferde rum. Wo gibt's denn hier herrenlose Pferde? Und jetzt hat perfekt das erst nicht mehr gereicht. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt. Wusch? Wenn du das Baumfarm GS nicht mehr brauchst, würde ich es gerne nehmen. Leuchtelicht. Das ist eigentlich generell für alle gedacht gewesen. Warum sitzt hier ein Kätzchen?
Ich höre keine Cox. Warte, ich hatte keinen Günther. Stimmt. Ich wollte gerade schon eine Szene machen, dass meine Günthers tot sind. Aber bevor ich jetzt hier irgendwo hingehe. Bricks. Und. So. Erstmal das Eisen rein. Egal, ob ich es besser verteilen könnte. Aber ich will gerade es nur aus dem Inventar raus haben. Ach du Scheiße. Endlich sind wir zurück. Und wir haben jetzt über einen Stack Dia. Ich glaube, ich mache jetzt das, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Aber erst nachdem wir uns um die Cox gekümmert haben da unten und etwas gegessen. Und ich mache gerade ohne Ende das Teil auf und wieder zu, weil ich doof bin. So. Wir kümmern uns um die Cox und isst erstmal ein Chicken. So. Ja? Seid ihr schön am. Ich lasse diese Formulierung. So. Jetzt hoffe ich, dass unter diesen drei Eiern ein Günther dabei sein wird. Falls nicht, werde ich mir das Kätzchen nehmen und meinen Kater hier in dieses Spiel bringen, indem ich die Katze Sammy nenne. Wie meine echte Katze. Ich habe ja wirklich eine Katze. Genau. So, jetzt ganz liebevoll die Eier gegen eine Wand schmeißen. Günther! Günther, 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 Günther. Günther 5.0. Du wirst jetzt die Ehre haben, einen Namen zu bekommen. Oder? Vier Günthers waren mehr als genug. Tut mir leid, du bist kein wahrer Günther. Ich kann einfach nicht mehr mit dieser Schandtat leben, vor allem sehen die. Die Katze gehört schon jemandem, oder? Ich hätte Günther am Leben lassen können. Ach, Gütchen. Ach, Gütchen, ach, Gütchen. Gehörst du schon jemandem? Willst du Hühnchen? Klappe. Dann brauche ich halt einen neuen Günther. Neue Eier. Was ich machen wollte. Das ist eigentlich eine Diamantenverschwendung. Aber. Eigentlich Diamanten- und Eisenverschwendung. Aber, ihr werdet mich wahrscheinlich umbringen für diese Idee. Habe ich noch Schilder? Nee. Ah, doch, habe ich. Ich bin blind. So. Ja, ihr seht richtig. Ich baue einen Diamantenblock. Und. Wartet, so kann ich es besser verteilen. So. Und vier Eisenblöcke. Und das stelle ich jetzt irgendwo hin, wo es denn gut aussieht. Und mache es zum Altar des Vertrauens. Er soll das Vertrauen symbolisieren, welches ich in unseren Server habe, dass niemand etwas klaut. Ist zwar schon tausendfach passiert, aber ich will dennoch Altar des Vertrauens. So, irgendwo, wo es nicht auf einem Grundstück ist, am besten irgendwo in der Nähe beim Spawn werde ich es haben. Also beim neuen Spawn. Da hat Palokos wohl Spaß. So, irgendwo hier war ja der neue Spawn. Baustelle. War der nicht hier irgendwo? Ich dachte, der war hier irgendwo. Bäckerei. Delay. Hier. Und ich glaube, ich hoffe, es hat jetzt niemand was dagegen, wenn ich den hier hinbaue. Aber ich baue den jetzt mal hier hin und stelle noch ein Schild daneben, dass es von mir ist, damit die Leute wissen können, dass die halt
mich anschreiben sollen. So. Ich baue jetzt hier ein Ziegel rein und auf den Ziegel den Diamantblock und daneben Altar des Vertrauens. Ohne Ausrufezeichen. Symbolisiert mein Vertrauen. Symbolisiert das Vertrauen auf dem Server. Nee, es kommt so doof, wenn es da oben steht. Altar des Vertrauens. Des. Des Vertrauens. So. Altar des Vertrauens. Bei Anregungen bitte wendet euch an Sandoron. Ist es nicht schön? Symbolisiert das Vertrauen auf dem Server. Ist es nicht eine tolle Idee? Ich finde die Idee toll. Und ein Licht, was uns den Weg leuchten soll. So, passend zu Leuchtelicht. Der kommt jetzt mit auf den Server. So, mit auf den Server. Joa. Eigentlich wollte ich die Farm so lassen, aber wenn die niemand braucht, kannst du das GS haben. Habe, weil es für haben nicht mehr gereicht hat. So, gibt's hier irgendwas Neues? Nein. Oder? Doch, doch, doch. Es wird kommen. Niemand kann fliehen. Schwarz, das ist einmal eins. Außerdem habe ich tatsächlich. Spaß und Spiel wartet dich auf dem Rummel. 1116. Sehr bald wird das Auge der Nacht durch Land ziehen. Wer Koordinate erreicht, erlebt die Überraschung seines Lebens. Diamant, Geschenk ist in dem, was ihr braucht. Ein Diamant. Ja. Nö, eigentlich nicht. Da verbreitet Tourist Histories einfach so Geschichten über uns. Pah! Habe ich genug Eisen? Nee, ich glaube, ich habe nicht genug Eisen für eine Armbosse. Sonst hätte ich jetzt eine Armbosse gemacht und ihn dann in die Mitte gestellt. Aber ich frage mich, ob der Altar des Vertrauens stehen bleibt. Ich denke mal schon. Ich denke schon, ich hoffe schon. Ich werde jetzt immer mal wieder da vorbeischauen. Nametags kann man ja auch auf Schwerter und sowas. Dafür wäre ein Nametag eigentlich auch richtig nice. Ich weiß ja nicht. Sorry, Leute, aber ich glaube, es wird nichts mit Günther Nametag. Ich habe gerade eine zu böse Idee. Es ist einfach, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe gerade irgendwie die Idee, dass ich eins meiner Schwerter Hyper Hyper nenne. Einfach nur damit immer Hyper Hyper. Keine Ahnung, in letzter Zeit haben es mein Freundeskreis und generell unsere gesamte Schule mit diesem Lied. Ja, also mein Freundeskreis hat das eigentlich schon länger, aber unsere Schule hat nach Fasching damit angefangen und da dachte ich mir so, okay. Warum nicht? Gibt's irgendwo herrenlose Pferde? Gibt's irgendwo ein herrenloses Pferd, was ich mir schnappen kann? So. Und ich schaue jetzt noch kurz, ob da eine Antwort kommt. Falls nicht, dann. Tristesseries meinte doch, hier in ihrer Nähe laufen sehr viele rum.
sollen hier herren. Ach du Scheiße, die alte Katzenlady. Hier ist ein herrenloses Pferd. Wie bekommt man eigentlich Katzen? Das weiß ich nebenbei nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Findus. Schön. Naja. Aber bevor das mit den Lags noch schlimmer wird, was gerade extrem ist, weil meine Festplatte, glaube ich, voll geht. Auf Wiedersehen, Leute. Oh ja, ich baue das mal ab. Wow. Sandoron.